Hallihallo bei Omivo. Wir sind nun auch endlich mal wieder unterwegs. Nach 3 endlosen Monaten fahren wir nach Pfingsten Richtung Norden und wollen die Region der niedersächsischen und brandenburgischen Elbtalauen erkunden. Zunächst liefern wir noch unsere alten AGM-Batterien bei unserem Van-Buddy Christopher ab, da wir seit gut einem halben Jahr nun mit 300 Ampere Lithium-Ionen-Power ausgerüstet sind. Die neue Goldschmidt-Federung hält nun deutlich besser die Schläge von der Fahrbahn ab. Das erfreut unsere Gemma umso mehr. So kann sie nun wesentlich entspannter mitfahren. Das Wetter könnte heute echt nicht schöner sein. Die Sonne steht selbst noch gegen frühen Abend im Nordwesten sehr hoch und bescheint die schöne Landschaft der Lüneburger und Nordheide. Zum Übernachten steuern wir unseren schon mehrfach erprobten Großparkplatz am Wildpark Lüneburger Heide an. Er diente uns schon häufig als Transitplatz auf dem Weg in den Norden und auf dem Rückweg in den Süden. Guten Morgen. Wir haben jetzt den Sprung gemacht von Hannover nach Niendorf. Das ist eine Gemeinde bei Hannstedt in der Nordheide. Und vorher waren wir noch bei dem Christopher, haben dort noch unsere beiden alten AGM-Batterien abgegeben. Die wollte der gerne haben. Und ja, wir befinden uns jetzt auf unserer Gemma, wir gehen mal da lang. Gemmi, komm, wir gehen mal hier lang. Wir befinden uns auf unserer einwöchigen Deutschland-Tour. Wir haben ja so wie viele andere auch jetzt sehr lange Abstinenz gehabt, viele Monate. Und ja, wir haben jetzt Anfang Juni und sind jetzt hier in der Nordheide gelandet auf dem Parkplatz vom Wildpark Lüneburger Heide. Das ist wie gesagt in Niendorf, südlich von Hamburg, und werden das hier heute nur als Transferplatz benutzen. Es ist auch kein offizieller Stellplatz. Es gibt aber Leute, so wie wir gestern wieder mal sehen mussten, die hier im Rudel stehen, ihre Stühle und Tisch rausräumen, bis spät in den Abend hier noch laut sich draußen unterhalten. Und das ist überhaupt nicht das, was man eigentlich unter einer Nacht auf dem Parkplatz einfach zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit sich vorstellt. Aber so ist es nun mal. Der Campingboom zeigt eben überall so seine Blüten, und wir sind dann doch etwas zurückhaltender, was das angeht, hier mit freistehen. Es sei denn, wir sind wirklich völlig alleine und man sieht uns nicht, und dementsprechend würden wir dann auch mal sicherlich den Stuhl rauspacken. Aber so sind wir einfach froh, dass wir hier so einen relativ ruhigen Transferplatz haben. Aber der Transferplatz hat auch ein bisschen Nachteile. Wir haben jetzt Montag früh und ab 6 Uhr wird dann das doch hier wesentlich lauter von der Landstraße, die hier hinter mir verläuft. Und weil die Anbindung an die Autobahn 7 ist hier sehr nah, und von daher ist hier sehr viel Transferverkehr. Und dann wird es ein bisschen unruhiger. Aber für uns ist ab 6 Uhr sowieso die Nacht meist vorbei. Und ja, dann steht man dann auch mal auf. Ja, so, heute schauen wir uns gleich noch einen ganz interessanten Platz an, einen Campingplatz. Verrate noch nicht was, aber schauen wir gleich mal. Es geht jetzt hier weiter in die Lüneburger Heide. Und so wie der Plan aussieht, werden wir dann weiter Richtung Osten fahren. Wir werden dann noch mal nach Brandenburg rein. Alles weitere dann im nächsten Videoblog.
Wir fahren nun Richtung Lüneburg und wollen einmal ein sogenanntes Pop-Up-Camp anschauen. In Lumühlen, in der Nähe von Salzhausen, im Naturpark Lüneburger Heide, besuchen wir das Kurzzeitcamp. Auf einer riesigen Wiese, wo normalerweise das alljährliche Summer Tales Festival stattfindet und jetzt natürlich abgesagt war, und neben einem schönen Wald, kann man hier für 22 Euro die Nacht campen. Kleine Kreise markieren quasi einen Parzellenbereich, den man online oder sogar vor Ort per SMS buchen kann. Hier gibt es 45 davon. Auf diesem Areal ist jedoch das Campen mit Zelt nicht gestattet. Eine private Torftoilette kann für eine weitere Gebühr von 35 Euro genutzt werden. Duschen und eine VE runden das Angebot ab. Angesichts der großen Nachfrage nach Campingplätzen in den Ferienzeiten sind solche Saisoncamps keine schlechte Idee. Wie findet ihr solche Angebote? Schreibt es uns doch mal in die Kommentare. Wir haben genug gesehen und ziehen uns noch vor der Weiterfahrt einen Zwischensnack rein. Nun steuern wir aber endlich die Elbtalauen an. Wer übrigens noch mehr zu unserer Reise an die Elbtalauen erfahren möchte, kann hierzu gerne unseren Blogbericht auf umivo.de lesen. Endlich erreichen wir das kleine Städtchen Hitzacker. Der große Parkplatz für die Wohnmobile umfasst ca. 60 Parzellen und ist sogar kostenlos. Jedoch ist hier ausschließlich das Parken und Übernachten erlaubt, jedoch kein Campingverhalten. Eine gute Fähr- und Entsorgungsstation rundet schließlich das Angebot ab. Auf geht's in die Altstadt von Hitzacker. Ja, diese kleine Baustelle hier, direkt auf dieser Deichschutzanlage hier, ist sicherlich notwendig. Ich denke mal, dass wir sonst hier so kalte, nasse Füße kriegen würden. Es war ganz hübsch hier, ne, mit den Blümchen. Hitzacker ist Teil der Samtgemeinde Elbtalaue und wirklich ein netter kleiner Ort, der absolut von Wasser dominiert wird. Der Fluss Jezel umfließt den Ort und macht aus ihm eine Stadtinsel. Die knapp 5000 Bewohner haben sich bestens auf die Touristen eingestellt. Die Fassaden erzählen von der Geschichte, die den Ort seit der 2000er bestimmt, dem Hochwasser der Elbe.
Markanten der gelben, blauen und roten Ringe markieren die maximalen Wasserstände der Hochwasserereignisse in den Jahren 2002, 2003, 2006 in Hitzika. Durch Anpeilen eines Geländepunktes über die Oberkanten von zwei gleichfarbigen Ringen kann man sich den Verlauf der Hochwasserlinie entlang des Elbdeiches sowie an Gebäuden in Hitzacker vorstellen. Hm? Ja. Und hier gibt's mal wieder Essen auf Rädern. Was hat denn unsere Bordküche wieder heute im Angebot, Frau Krause? Ein Gemüse-Hirsetopf mit Tomatenbratling. Hm. Kannst du mal den Deckel aufmachen? Also duften tut das schon mal. Oh. Und das an der offenen Schiebetür mit Blick auf einen ganz tollen Stellplatz. Ja, mit Blick Hauptsache, auf das Meer. Das Meer. Genau, das Meer an Weißware. Nein, es ist gar nicht so viel. Nee, es geht. Es sind 60 Plätze und ich denke mal so, die Hälfte ist gefüllt. Ne? Ja. Wir waren hier schon mal in Hitzacker oder bei Hitzacker. Das ist schon einige Jahre her. Witzigerweise ist auch dieses Mal die Zufahrt nach Hitzacker, zumindest aus der westlichen Richtung, wieder mal gesperrt. Da hinten ist ja die große Baustelle. Und wenn ich mich jetzt um 180 Grad drehe, ist hier das archäologische, was ist das? Freilichtmuseum. Und da haben wir dann gezwungenermaßen übernachtet. Nur vor einigen Jahren war es keine Baustelle der Grund, sondern es war ein Radrennen. Hier gibt es so ein ganz traditionelles Radrennen und das hat dort stattgefunden. Ruhigen Nacht und umfangreicher Fähr- und Entsorgung geht es für uns auf die nächste Etappe an den Elbtalauen. Wir kommen an herrlichen Feldern und Wiesen entlang und genießen die schönen Aussichten. Im zweiten Teil zeigen wir euch den Ort Dannenberg, der auch an der Jezel liegt. Wir finden für die nächste Nacht einen wirklich tollen und kostenlosen Stellplatz und zeigen euch die Perle der Prignitz. Seid auch im nächsten Teil dabei und abonniert unseren YouTube-Kanal. Gerne freuen wir uns auch über ein Like. Danke fürs Zuschauen